Heute im Livestream werden wir eine steirische Knoblauchsuppe zubereiten. Das heißt, eine relativ dickflüssige Suppe, die richtig intensiv nach Knoblauch schmeckt. Dann werden wir ein Stück Schweinefleisch, in unserem Fall Secreto, das geheime Filet, mit einer leckeren Pfifferling, also Pilzrahmsoße und selbstgemachten Semmelknödeln machen. Und das war's. Es wird brutal. Es wird sehr viel. Aber mal so ein ganzes Gericht, ne? Einmal Feuer. Ein ganzes Gericht, ja. Und es ist, sage ich mal, sehr kochlastig. Aber wir haben ja schon öfter mal gesagt, der Grill vereint alles, was Herd und Ofen kann. Das heißt, wir können mit dem Grill auch wunderbar kochen und wir haben ja auch noch ein Kochfeld. Deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen heute mal so eine richtig schöne Rahmsoße oder Rahmpilze machen, wie auch immer. Es ist gerade Pfifferlingszeit hier, schön viele Pfifferlinge. Wir werden mal Semmelknödel selber machen, haben wir noch nie gemacht. Die steirische Knoblauchsuppe haben wir auch noch nie gemacht. Secreto haben wir schon mal gegrillt. Also heute machen wir wieder viel, was wir noch nie gemacht haben. Auch krass konzentriert, ne? Feinhacken oder wird das später noch püriert? Wird püriert, wird nicht püriert, nee. Nee, wird nicht püriert. Nee, richtig schön fein. Der wird ja ausgekocht, richtig. So, Zwiebel ist gehackt. Ich werde jetzt schon mal die Butter, 2 Esslöffel Butter nehmen und erstmal hier hinten meinen Kollegen zünden. Niedrige Flamme, weil wir brauchen es nicht zu heiß. Also alle, die mitmachen, Butter kann in den Topf. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell, weil ihr ja wahrscheinlich Zwiebel hackt und danach Knoblauch hackt. Das war jetzt vielleicht taktisch unklug von mir. Ja, das stimmt. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Weil jetzt muss ja erstmal gleich Zwiebel angeschwitzt werden. Alles bei niedrigen Temperaturen. Die Zwiebel soll nicht braun werden, ganz wichtig. Die soll nicht angeröstet werden, nur glasig werden, angeschwitzt werden. Und dann die Mehlschwitze gemacht werden. Auch da keine Bräunung. Ich weiß nicht, ob ihr das parallel könnt. Und mir wird immer noch nach wie vor ein Fake-Tattoo vorgeworfen. Ich kann euch sagen, es wird bald noch weiter gefaked. Kommt noch mehr dazu. Kennt ihr nicht diese Aufklebedinger? Jede Woche. Nee, das sind diese Strümpfe, die man sich über den Arm zieht. Ja, hattest du am Anfang. Jetzt mittlerweile, lieber Chat, ist es so, jede Woche kommen diese Abzieh-Tattoos, weil er sagt, nee, sonst wenn ich mal draußen erkannt werde, dann fassen die an, dann wissen sie es und so. Ja. Jetzt jede Woche. Aber deswegen habe ich auch heute langärmlich an, damit man heute nicht sieht, weil heute habe ich keins. So, ich würde sagen, die Zwiebeln sind angeschwitzt. Es ist hier noch nichts angeröstet. Man sieht hier auch, dass die glasig sind. Ist noch nichts braun oder so. Und jetzt würde ich, denke ich, das Mehl da rein machen. 2 Esslöffel Butter übrigens, 2 Esslöffel Mehl. Mehlschwitze, ich hoffe, ihr kennt Mehlschwitze noch. Das war früher mal Standard. Irgendwann haben die Leute es verlernt und seitdem gibt es diesen Speisenbinder von irgendeiner, wie heißt die Marke, weiß ich gar nicht. So. Wollen wir nicht mal Mehlschwitze im Glas verkaufen? Nee. Soßenbinder, genau, Soßenbinder. Hat aber immer einen Eigengeschmack, das ist nicht so geil. Also Mehl schön einrühren. Wir lassen es kurz auch mit anschwitzen quasi. Jetzt eine Frage, geht das auch mit Extramehl? Nee, ich glaube nicht. Ansonsten kann man Soßen übrigens sehr gut auch mit Stärke, mit Speisestärke spinden. Die ist auch geschmacksneutral. Mondamin Soßenbinder, so heißt er, der ist nicht geschmacksneutral. Der hat einen Eigengeschmack und der schmeckt nicht geil, wie ich finde. Heiße Butter, heißes Mehl, gleich kalte Milch. Wer jetzt warme Milch dazu gibt, wäre doof. Da klappt die Mehlschwitze dann nicht so gut. Und das ständige Rühren dazugeben. Ist wirklich so, Julian. Ist wirklich so? Ja. Ach du Scheiße, ich hoffe, der Topf ist groß genug für das, was wir hier vorhaben. Es fängt gleich an zu kochen. Ich werde jetzt den kompletten gehackten Knoblauch hier mit reingeben. Und dann darf das Ganze gute 15 Minuten lang köcheln. Neben Knoblauch gebe ich auch Muskatnuss gleich dazu. Alter, 6 gehackte Knoblauchzehen. Na gut, ist halt eine Knoblauchsuppe, ne? Die muss schon nach Knoblauch schmecken. Die wird richtig Bums haben. Habe ich übrigens in meinem Leben noch nicht gegessen, eine Knoblauchsuppe. Du, Julian? Nee, bin richtig gespannt. Ich freue mich auf sowas. Ich finde sowas auch immer ganz schön, wenn man mal Sachen macht, die man sonst nicht machen würde. Wenn man auch noch nicht kennt. Ich weiß, das Geile ist ja hier, Achtung, ich habe keine Referenz wie eine richtige, sage ich mal in Anführungsstrichen richtige, wie so eine original steirische Knoblauchsuppe schmecken muss. Sprich, ich kann nur sagen, ob es mir schmeckt oder ob es nicht schmeckt und ob es eben nach Knoblauch schmeckt oder halt nicht. Aber wir können nicht sagen, jawohl, genau so muss es schmecken. Also das ich kann auch eine sehr schöne Kamera Sache schalten hier. Mhm. Nur mal, um das zu zeigen. Guck mal die Konsistenz von der Suppe und wie die aussieht von der Farbe. Also die ist jetzt noch recht flüssig. Die wird noch ein bisschen eindicken und dann sollte die auch die ideale Konsistenz haben. Irgendwas von der Konsistenz, irgendwas zwischen einer klaren Brühe und einer Kartoffelsuppe. Ich kann es nicht erwarten. Ey, die muss noch köcheln, Julian. Ja und? Der ist noch nicht mal abgeschmeckt, gar nichts. Ja und? Gut. Okay, aber ich glaube, dass die liebe Pascal hat nicht untertrieben. Ich glaube, wenn du die jetzt noch ein bisschen Salz so ranmachst, dann... Ja, das kommt ja dann noch. Abschmecken mache ich am Ende. Halt schade, dass du noch nicht abgeschmeckt hast, ne? Mhm. Wir werden jetzt für diese steirische Knoblauchsuppe noch ein paar Knoblauch-Croutons machen. Wenn schon Knoblauch, dann richtig. Das heißt, Julian, ich mache mal 2 Zehen, bereite ich mal vor. Die Croutons. Dieses Bild, ne? Chat, wie findet ihr das Bild, was ihr gerade seht von der Saison? Ist das der Hammer? Achso, Hannes, du musst umschalten, ne? Ja, wenn ich keinen Hinweis in irgendeiner Form kriege. Jetzt. Habe ich ja schon. Achso. Der Hinweis ist immer, wenn ich nach vorne komme, ist der Hinweis, dass ich nicht mehr drücken kann. Du hast ja gesehen, dass ich hier gerade beschäftigt war. Ich habe es nicht gesehen. Jetzt meckern sie sich wieder an. Gleich wird wieder, fetzen wir uns dann knutschen wir wieder. Soll ich da reinmachen, die komplette, oder?
Ja, machst du von mir aus rein. Ich hab da so einen Schaltpult, sag ich mal. Ja, wir können sie jetzt gleich einmal drauf gucken. Leute, die Knoblauchsuppe, die steirische Knoblauchsuppe ist fertig. Croutons kommen hier noch rein, ne? Genau, die Croutons, die haben wir mit Butter und angedrücktem Knoblauch nochmal angeröstet, dass die schön braun werden. Die Suppe habe ich nur mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Ja, na gut, man muss natürlich Grundvoraussetzung, man mag Knoblauch. Alter, die zieht auch richtig durch, ey. Heidewitzka. Alter, ist die gut. Voll lecker, ne? Boah. Das ist wirklich lecker. Das muss ich euch ganz klar sagen, macht das nach. Boah. Alter, ich hätte es gar nicht für möglich gehalten. Das ist eine Knoblauchsuppe. Ich wusste nicht mehr, dass Knoblauchsuppe geht. Oh, Mann. Achso, oh. Ey, die ist ja richtig frech. Suppe von deinem Vater schmeckt hervorragend. Hammermäßig. Wirklich, Leute, macht das. Überragend, ohne Scheiß. As you like it. Also ich schwitze jetzt, wiederhol's noch einmal. Ich schwitze jetzt eine fein gehackte rote Zwiebel an. Man kann auch eine weiße nehmen für die Semmelknödel. Und gebe gleich auch noch die Petersilie kurz mit dir rein. Die schwitzen wir an in der Butter, frittieren die so leicht da drin. Und dann kommt das mit in unsere Croutons, die wir schon mit 150 ml lauwarmer Milch vermengt haben, mit da rein. Oder das alles wird miteinander vermischt. Darf nochmal 10 Minuten ziehen und dann können wir daraus hoffentlich einen Teig formen. Ja. Also mit Eiern natürlich. 2 Eier kommen noch rein. Und dann wird das auch richtig gut. Da bin ich mir doch sehr sicher mittlerweile. Glaubt man gar nicht, ne? Ich habe zwar mit Eiern nichts am Hut. Also. Das stimmt. Kann ich so bestätigen. Aber einhändig Eier aufschlagen. Ja, aber deine Technik ist noch ausbaufähig. Ist was drin? Nee, aber es hat ganz schön gekracht gerade. Ja, also die Croutons können jetzt ziehen. Bei den Croutons, man merkt jetzt auch, dass sie weich werden. Ja, die weichen schön durch. Da ist jetzt Milch drin, lauwarme Milch, 150 ml, 2 Eier, angeschwitzte Petersilie, eine Zwiebel und entsprechend natürlich ein bisschen Fett, ein bisschen Butter, die wir zum Anschwitzen verwendet haben. Machen wir gleich Semmelknödel selber draus. Habe ich übrigens noch nie gemacht in meinem Leben. Ansonsten werden wir gleich aus den von Julian mit viel Liebe geputzten Pfifferlingen eine richtig leckere Pfifferlingrahmen machen. Ich hoffe, dass die auch richtig geil wird. Dann grillen wir gleich noch ein bisschen Schwein. Ja, und dann haben wir schon alles, ne? Weißwein habe ich übrigens nicht gefunden, ne? Also im Zweifel löschen wir nicht mit Weißwein. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Du musst deine Hand vorher befeuchten. Ja. Und die formst, weil sonst hast du den Müll, den du jetzt hast. Ja, aber okay. Aber das ist so beim Knödel machen. Da macht man die Hand vorher feucht. Oh ja, man sticht auch gleich viel besser, ne? Wahnsinn. Fühlt sich irgendwie falsch an. Wir schalten direkt in die Grillcam über. Zack. Und jetzt kommt hier Knödel für Knödel rein. Ich hoffe, ich verbrenne mich dabei nicht. Hui. Hui. Geil, Alter. Ich bin total begeistert. Knödel sind drin. Hui. Und jetzt nehme ich die komplette Hitze weg. Jetzt müsste Alex dich auch loben, weil du hast gerade die Kamera. Das war sehr, sehr gut, ja. Und jetzt mache ich den Deckel drauf. Ist nur fair. So, zack. Geil, Alter. Ich glaube, die Knödel werden. Haben wir eine Uhr? Chat, ihr guckt mal bitte auf Uhr. Sagt uns mal bitte Bescheid, so in 15 Minuten, dass ich da mal reingucke. Ich werde zwischendurch schon mal gucken, aber ich brauche so ungefähr einen 15-Minuten-Timer. Das wäre klasse. So, ich mache jetzt ein bisschen Pilzrahm. So, ich habe hier für unsere Pilzrahmsoße habe ich gerade ein paar Zwiebeln angeschwitzt. Dazu kommen jetzt unsere Pilze nach Wahl. Das hier sind Pfifferlinge, werden mit angebraten. Oh, ich glaube, die ist ein bisschen klein, die Pfanne. Naja, wir machen es wie folgt. Die geht aber, die fallen ja gleich alle ein. Wir machen keine Pilzrahmsoße, sondern Rahmpilze. Also nicht so viel Soße, sondern löscht du sonst nur mit dieser Brühe da unten ein bisschen ab. Und dann passt das mit der Pfanne. Ja. Das ist nicht vom Iberico-Schwein. Also ich kenne auch den Namen Secreto Iberico. Das ist dann immer die Rasse Iberico-Schwein. Das ist hier vom Strohschwein aus dem Harz, von Carsten unter uns, von Carsten Scheller. Metzgerei und er schneidet sich entsprechend immer, wenn er die Schweine kriegt, das Secreto raus. Und wenn man Glück hat, kriegt man was. Wenn man viel braucht, muss man vorher anrufen, dann sammelt er das auch von den Schweinen. Ja, Spocky, danke dir sehr. Wunderbares Secreto und das ist immer nur so ein ganz dünner Lappen, da ist auch nicht viel dran an Schwein, sitzt zwischen Rücken und Rückenspeck. Das wird in Schlachthöfen oft weggeschnitten. Ich würde sagen, von der Konsistenz ist Secreto ähnlich wie Filet, also richtig butterzart und lecker. Vom Geschmack her eher intensiv, Richtung Nacken stimmt nicht, aber es hat ein sehr intensives, leckeres Eigenaroma. Und was man hier auch schön sehen kann, das ist richtig krass marmoriert. Also wir haben hier eine richtig feine Maserung, Fettmaserung durch das Fleisch. Und das ist super saftig, geschmacksintensiv. Und das werden wir gleich einfach über direkter Hitze grillen. Man kann das auch auf dem Grillrost machen, empfehle ich aber niemandem, weil Secreto, wie man hier sehen kann und wie ich gerade erwähnt habe, durchaus fettig ist. Und wenn ich das nun über dem Grillrost mache, dann wird uns dieser
der Grill wahrscheinlich in Flammen aufgehen. Das ist ja nur für mich, ne? Genau, das ist Creme Fraiche Sahne. Ich weiß nicht, was du lieber nimmst. Ich hätte mich auch für Creme Fraiche entschieden. Für beides. Ach, cool. So, jetzt kommt hier Sahne. Und alles mit rein, was Spaß macht. Das wird jetzt einreduziert. Das ist Sahne und Schmand. Werde ich in der Pfanne jetzt schon mal ein Secreto reinschmeißen, um mir ein bisschen Fett vom Secreto zu lösen. Was sagt ihr zu meiner Suppe? Suppe? Soße. Naja, es werden ja quasi so, sieht schon gut aus, ne? Pfifferlinge sehen fantastisch aus. Man darf die auch nicht totbraten, dass die so zusammenfallen und so. Die müssen noch Form haben und irgendwie ein bisschen Konsistenz. Aber allein durch Final Touch hast du ja automatisch schon ganz andere Gewürzstrukturen. Ja, ja, ja. Die habe ich schon mal gewendet hier ein bisschen. Das hier braucht noch einen Moment. Da kann ich auch schon drehen, aber es hat noch keine Farbe, kann also noch liegen bleiben. Und jetzt gucken wir uns mal die Klöße an hier hinten. Guck mal, die schwimmen alle schon oben, aber wie gesagt, das haben sie auch am Anfang schon gemacht. Ja, fühlen sich aber gut an, ne? Lecker. Ist gut? Mhm, gut. Also, du musst noch mal sagen, zur Vorsicht, sag ich mal. Soll ich noch mal gucken? Ja, ja, noch mal, wie das du sagst. Ich habe halt so ein Flockensalz genommen, vielleicht war das zu viel, aber ich glaube, es geht noch. Mhm. Ist gut, oder? Mhm. Mhm. Liebe Pfifferlinge. Voll geil, die Dinger, ne? Naja, gut sein. Hier, guck mal, hier sieht man einen Faserverlauf, ne? Guck mal, so geht der. Mein Messer hat das eigentlich ganz gut eingezeigt gerade. Das heißt, ich muss jetzt so runterschneiden, gegen die Faserschneide. Ist noch leicht. Sieht super rosa aus. Super, ja, aus. Perfekt. Super, perfekt. Runter damit. So muss die Krete aussehen. Guck mal, wie saftig der ist. Leichte rosa Hammer. Farbe, genau. Boah. Juicy, oh, juicy, juicy, Lou. Ich dachte schon, ich hab's verlernt, Secreto, weißt du? Das reicht schon. Boah, das sieht Hammer aus, ey. Sieht gut aus, oder? Mhm. Liebe Freunde, was sagt ihr? Bin gespannt, den Knödel anzuschnibbeln gleich. Na schade, Alter. Dann weiß ich nicht. Wie gut ist denn der Knödel? Ja, krank, ne? Alter. Das ist nochmal eine andere Nummer, wenn der so ist. Oh ja, und selbstgemacht ist vor allen Dingen. Das schmeckt ja ganz anders als diese Fertigdinger, komisch. Super lecker. Unfassbar, ne? Oh, Allusion zur Pizza, die gemacht. Pfifferlinge sind Hammer. Fantastisch. Hammer. Aber wirklich überragend. Mhm. Mhm. Gut geklappt, an der einen oder anderen Stelle gehakt, aber am Ende alles Beste funktioniert. Wenn ich jetzt blank ziehe, ist alles dunkel, das sieht keiner, oder?